Gude, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen COA1 Video. Wir verhandeln heute den Fall Martin gegen Martin. Der eine Martin ist PK-Mod-Test, der hier im Norden von Semois mit der Wehrmacht startet, seiner Lieblingsfraktion. Und im Süden haben wir den anderen Martin, das ist Martin Band, der hier unter irgendeinem anderen Querchen Namen spielt, den ich niemals aussprechen würde, weil ich es garantiert falsch machen würde. Er startet mit Pyonion, was ganz interessant ist, denn das ist nicht allzu gewöhnlich, würde ich mal behaupten. Vor allem die Tatsache, dass er hier einen FHQ spielt, das macht eigentlich niemand. Füße sind so kalt. Ja, das ist natürlich wichtig. Gut. Das verstehe ich. Verstehe ich. Ja, warum spielt eigentlich niemand FHQ mit den Amis? Weil es nicht so toll ist. Im Großen und Ganzen. Oder überhaupt ist es ja eigentlich etwas sehr, sehr selten gespieltes. Denn das Problem ist, wenn man Upgrades haben will für die Riflemen, und im Endeffekt geht es ja um Riflemen, wenn man FHQ spielt, dann muss man trotzdem noch das T1 nachziehen, denn die Upgrades, die kann man hier nicht kaufen. Insofern gesehen, ja, ein bisschen blöd. Man kann sich natürlich auch mit einem T3 behelfen, das geht. Auf jeden Fall mal sehr, sehr ungewöhnlich. Auch ungewöhnlich, dass er das FHQ nicht in der Kirche gespielt hat, weil die Kirche einfach ein viel stabileres Gebäude ist. Man sieht das zum Beispiel ab und an mal bei der PE, dass sich dort einer reinsetzt, dann relativ früh auf die Heilung geht und somit einfach eine extrem starke Position in der Mitte der Karte hat, wo ja dann oft auch die Kämpfe stattfinden. Insofern gesehen, das sieht man schon mal bei der Wehrmacht eigentlich auch nie, fast nie. Und auch bei den Amis eigentlich, ich könnte mich überhaupt nicht erinnern, dass ich es mal gesehen hätte. Ich habe ein COA Online mal, aber das ist lange her und war auch ein anderes Spiel im Grunde. Gut, hier jetzt also die erste Gefechtsberührung und ja, da sieht man mal, der PK-Mod, der sieht das sofort und zieht sich da auch zurück, was die einzig richtige Entscheidung ist. Hier wird auch ein bisschen gekämpft, da ist er nochmal in den Nahkampf gegangen gegen die Volks, aber eine wirkliche Chance hat er da trotzdem nicht. PK-Mod hat jetzt also die Kontrolle über die rechte Seite. Ein gewisses Problem bei dem FHQ ist natürlich auch immer, man muss in der Nähe bleiben, denn wenn das Territorium verloren geht, in dem das FHQ steht, dann kann man da nichts mehr produzieren. Wenn das FHQ selbst gecapped wird, kann man auch nichts mehr produzieren. Man schränkt sich also durchaus ein, wenn man diese Strategie spielt. So, ja, hier jetzt ziemlich viel Schaden bekommen, der WK. Hat das nicht direkt gesehen, vermute ich einfach mal. Bin mir nicht so ganz sicher, was er jetzt hier macht, warum er da alles rumhampelt. Genau, jetzt stehen seine Einheiten eigentlich ziemlich gut. Die hier ein bisschen problematisch vielleicht, aber vier Mann stehen auf jeden Fall ganz gut. Die Distanz spielt da auch für ihn. Und jetzt ziehen beide Seiten Verstärkung ran. Wir kamen dort in Form dieses Maschinengewehrs. Er versucht jetzt hier auch den Gegner ranzuziehen. Schießt natürlich trotzdem auch das Maschinengewehr, wird hier allerdings nicht suppressen und auch nicht pinnen, weil der schon in der positiven, in der schweren Deckung gestanden hat, eine geraume Zeit lang. Auch hier haben wir jetzt einen Pionier, das ist natürlich auch ein Vorteil mit der Capping Power. Drei Pioniere, den kann er jetzt ausspielen, indem er hier direkt den BK-Mod-Test schon Viewpoint angeht, der hier neben der Basis ist. Ist auch keine Selbstverständlichkeit, dass man den hält. Da ist schnell mal ein Pionier hingelaufen und hat ihn angegriffen. Jetzt der nächste Rifleman. Bis dato weiß BK-Mod-Test noch nicht, was da gespielt wird. Jetzt ein bisschen blöd, schlechte Position in dem Moment. Er hat sich jetzt hier über die negative Deckung zurückbewegen müssen, dabei viel Schaden bekommen. Hier sollte er sich wirklich einfach mal zurückziehen. Also er versucht hier noch zu kämpfen. Oh, ist sogar recht erfolgreich. Könnte da sogar einen Verbündeten-Kill schaffen. Wow, nicht schlecht. Die eigentliche Action, möchte man meinen, findet jetzt aber in der Mitte statt. Bin mir nicht so ganz sicher, wo er das entgeht gerade. Okay. Wow, das muss wirklich Max-Range sein. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass er da noch schießen kann. Bringen wird das natürlich erstmal relativ wenig. Hier ist jetzt halt auch die Gefahr, dass er, genau, dass er flankiert wird. Der Rifleman hat sich jetzt
den Vorteil des FHQs nutzend dort verstärken können. Und jetzt kann es hier mit dem Angriff weitergehen. Da haben wir den nächsten Rifleman, der das im G flankiert. Sehr, sehr schön gemacht. Wird sich jetzt zurückziehen müssen. Könnte durchaus einen Full Unit Kill geben. Muss jetzt hier noch über die negative Deckung. Er probiert's. Und wow. Ja, das ist dann halt COA1. Da kommt er raus. Hier würde er jetzt gleich in das MG laufen. Kämpft noch kurz gegen den Trupp, aber da ist nichts mehr zu machen. Muss ich jetzt auf jeden Fall zurückziehen. Und damit fehlt ihm jetzt natürlich eine Einheit, wie ihm fehlt. Das war der Full Unit Kill zu lange drin geblieben. Bekommotest hat Glück gehabt mit seinem MG. Damadin hat kein Glück gehabt. Bin mir nicht so ganz sicher, warum er jetzt hier ranläuft. Kann ich nicht nachvollziehen. Er hätte direkt nach hinten weggehen müssen zu seinem FHQ, um den Full Retreat zu vermeiden. Der jetzt natürlich trotzdem da ist. Die Mine sollte Bekommotest gesehen haben. Wir haben des Weiteren hier gerade ein bisschen vielleicht gesehen. Ich habe es gesehen, dass getaggt worden ist. Nämlich ein WSC und direkt auf einen Scharfschützen. Ja gut, Bekamot hat ja auch schon einen Scharfschützen. Dein Ernst? Wow! Das ist eine große Sache. Das war der Scharfschütze. Also ich hätte hundertprozentig erwartet, dass er das gesehen hat, weil er hat noch gebaut, als die Einheiten hier gestanden haben. Also eigentlich hätte da gar nichts passieren dürfen. Und dann den Scharfschütze zuerst reinschicken. Das ist ambitioniert. Und das hätte, also da hätte ich Gamma-Test für den besseren Spieler gehalten, als dass er das macht. Ich meine, ich mache das, ja. Aber ich bin auch kein guter Spieler. So, gut, hier versteckt er sich jetzt also in der Basis und holt direkt den zweiten. Nee, das ist. Hä? Moment mal, hat er den abgebrochen zwischenzeitlich? Hat er da schon einen produziert, oder? Oder bin ich blöd? Oder ist der das noch? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen Scharfschützen auf dem Feld und Vekamortest hat keinen mehr. Oh, Menü. Oh. Soll das hier ein Restaurant sein? Irgendwie auch nie so ganz aufgefallen. Naja, macht doch nichts. Gut, er geht jetzt hier oben cappen. Ja, es ist halt auch so eine Sache, immer mal eine Einheit abstellen, die sich an den Bereichen der Karte zu schaffen macht, wo halt die Action gerade mal nicht stattfindet. Jetzt wieder ein sehr schönes MG-Spiel. Ganz klassisch den Volksgrenadier vorne, das Maschinengewehr in der zweiten Reihe. Und dann hat man eine ganz gute Chance. Wäre da nicht der Scharfschütze, hier jetzt der Flammenwerfer, der von der Flanke her reinkommt und den Volksgrenadier unter Druck setzt. Der allerdings jetzt hier mit einer Maschinenpistole und zack, raucht ihn auf. Ein guter Pop. Hat eigentlich genau gepasst in diesem Moment. Hier der Volksgrenadier hat eigentlich wieder Glück. Grenadier ist am Start. Problem ist natürlich jetzt der Scharfschütze. Nate macht mal gar nichts. Demzufolge einigermaßen weggeschmissene Munition. Er legt noch eine Mine. Die wird doch direkt aufgedeckt und dann wahrscheinlich auch weggeräumt. Ja, das ist eine interessante Entscheidung. Auch die ganzen Minen hier, also Infanteriedoktrin, allerdings die andere Seite des Baums. Nicht die Artillerie zuerst gewählt. Das ist ganz spannend. Sieht man so eigentlich in der Form nicht. Bekamot beschränkt sich jetzt hier darauf, den Cut zu halten. Ja, und der Scharfschütze, das ist natürlich ein Problem. Das Metagame, das hat sich ja seit geraumer Zeit verschoben. Das Replay ist auch natürlich ein altes, ein ziemlich altes Replay. Glaube ich, gar nicht so extrem alt, oder? Schon, ob ich das gerade noch rausfinden kann, wie alt das ist. Das interessiert mich jetzt doch. 2015. 7.11. war das Änderungsdatum. Kann natürlich noch ein bisschen älter sein, dass ich es mir dann erst gezogen habe. Das weiß ich nicht. Aber so, dass man zumindest mal ein Gefühl für das Jahr bekommt, in dem das gespielt worden ist. So, ja, hier haben wir jetzt das Half-Track, das ist auf jeden Fall auch eine ziemlich starke Einheit. Das ist auch dann noch stark, wenn der Gegner mit Rifleman spielt und Bar hat. Es ist aber noch sehr viel stärker, wenn es eben keine Bar gibt. Und natürlich auch keine Sticky. Sticky ist blöd. Macht nicht so viel Spaß, auch wenn man da auch die ein oder andere fangen kann, bevor es gefährlich wird. Also das ist auf jeden Fall eine coole Einheit, die
Ja, zu einer gewissen Zeit eigentlich fast gar keine Beliebtheit genossen hat irgendwie. Die hat niemand gebaut. Bekamotas ist halt einer von denen, die das tun. Und hier haben wir jetzt den nächsten Tag von Martin Bent, den macht. Der M8 wird spannend werden, weil es zwar das T2 gibt vom BK-Mortest, allerdings rein gar kein Anti-Tank. Oh, da ist der Motor breit, das ist blöd. Wenn jetzt der M8 vorfährt, dann war es das natürlich. Er hat Munition, also der ein oder andere Panzerfaust könnte er abschießen. Geht jetzt hier quasi in den Nahkampf in der Hoffnung, das Ding kaputt zu schießen. Also man macht auch Schaden mit solchen Waffen. An dem Teil auch letztendlich ins Haus zu gehen, sicherlich eine gute Idee. Hier, er sollte jetzt fokussen auf den reparierenden Pionier. Hat er die Panzerfaust geschossen? Jawohl, hat er. Hier wird jetzt repariert. Das sollte dann auch relativ bald erledigt sein, weil er zwei Mann dran schaffen. Das ist ganz cool. Er macht, kommt allerdings rein. Ah, der Scharfschütze ist ja auch noch da. Hat sich mittlerweile auch schon Bett 1 verschafft. Er sollte jetzt das Haftwerk, denke ich, auch einfach mal zurückbewegen. Und die Panzerabwehrkanone, die ist schon in Produktion, wird auch bald fertig sein. Bis er dann tatsächlich vorne ist, wird es noch ein bisschen dauern. Ja, vielleicht hat es auch seinen Reiz, das Haftwerk dort stehen zu lassen, weil im Endeffekt, der macht er jetzt gar nicht so viel daran. Zumal ihm auch die Abgaben fehlt. Da ist dann doch das Thema Munition ein bisschen kritisch. Weil er halt auch so viele Minen gelegt hat. Interessanterweise, denn auch das Minenlegen mit Rifleman auf einem höheren Level, haben wir das eigentlich mal kaum gesehen. Ich weiß nicht, warum er jetzt hier noch reinrennt. Also, wow, den Full Unit Kill, den hat er sich jetzt wirklich verdient, weil das war einfach ein Fehler. Der Trupp war so und so nicht schon bei allerbester Gesundheit und dann noch reinzurennen, auch mit dem Wissen, dass der M8 in der Nähe ist, definitiv einfach nur ein Spielfehler. Interessant wird es jetzt halt mit den Scharfschützen, weil wir haben davon mittlerweile zwei auf dem Feld. Und Scharfschützen sind etwas, das mag der gemeine BK-Mod-Test eigentlich nicht wirklich. Da kommt er auch nicht so gut mit zurecht. Seine Stärke ist eher so das Infanteriespiel, denke ich. Also er ist halt einfach jemand, der die hohe Kunst beherrscht, seine Einheiten an die richtige Stelle zu stellen. Das klingt trivial, das ist aber ultra wichtig. Bei den Amis genauso wie bei der Wehrmacht. Bei der Wehrmacht aber vielleicht noch mehr, weil man halt einfach in der Bewegung heraus nicht so stark ist. Und wenn man in der Bewegung vom Gegner abgepasst wird, hat man ein Riesenproblem. Man muss einfach genau wissen, wo man seine Einheiten hinbewegt und wie man sie hinstellt. Und das kann er einfach verflucht gut. Problem ist halt, den Scharfschützen interessiert das wenig. Und aus diesem Grund ist das immer etwas problematisch. Vor allem, wenn es zwei sind. Ja, und zwei Scharfschützen sind ohnehin schon schlicht und ergreifend unangenehm. Hebeln natürlich auch das Maschinengewehr aus. Wir machen aus so einem Trupp hier innerhalb von ein paar Sekunden einen Fall für den Rückzug. Und ja, er will jetzt hier noch decappen, das ist nachvollziehbar. Wow, okay, doch nicht. Zumindest also den zweiten Schuss hat er vermeiden können. Er hat doch überhaupt noch nichts gegen den Scharfschützen im WK-Mod. Also er könnte höchstens versuchen, drüber zu rennen oder versuchen, hier mit dem Half-Track ranzufahren. Spielzeuggranate macht relativ wenig Grad jetzt. Das ist so ein bisschen der erste Versuch in der Richtung. Schauen wir mal, dass wir die Scharfschützen wegbekommen. Also Scharfschützen mit Scharfschützen spielen, gegen Scharfschützen spielen. Behaupte ich einfach mal, das ist nicht so die Stärke des Herrn WK-Mod-Tests. Hat jetzt auch einen eigenen Scharfschützen. Wer 2 und Retreat, er hat vorher, würde ich mal sagen, nicht aufgetarnt. Macht das jetzt aber insofern gesehen ganz gut, dass er direkt den M8 beizieht und damit natürlich dem Grad die Möglichkeit nimmt, hier ranzurennen und den Gegner zu verfolgen. Auch der Rifleman steht hier direkt, also sofort den Rückzugsweg seiner Einheit abgedeckt. Sehr, sehr gut gemacht. Und auch das hier, schöne Mine. Spielzeuggranate kommt, macht wenig. Bekammertest ist auch einer von denjenigen, die Minen werfen. Minen werfen. Ho, ho, ho. Was er für ein Scheiß erzählt. Granaten.
Granaten mit den Wehrmacht-Sinos, mit den Panzergrenadieren. Ein anderer, der das immer mal gemacht hat, ist Elmstrong. Viele schließen es quasi komplett aus, weil die Granaten halt einfach nicht so gut sind. Und der hier backt irgendwie der M8 rum, aber die Pack schießt daneben aus gleichen Gerechtigkeit. Also, WTF, WT. Was? WFT. Okay. Ja, also da hat die Wegfindung zugeschlagen. Genau. Und Armstrong ist ja auch jemand, der so gut wie nie Schrecks ausgegeben hat auf seinen Panzergrenadieren, was einfach daran begründet war aus seiner Sicht, dass er die Anti-Infanterie-Kampfkraft haben möchte, die sich mit der Schreck reduziert. Ist ganz interessant, weil viele Spieler halt doch sagen, fast schon pauschal, Panzergrenadier, Schreck, go for it. So, und hier sieht man jetzt wieder den Kramor-Test. Relativ langes T2. Trotz der Tatsache, dass der Gegner zwei Scharfschützen auf dem Feld hat, holt er jetzt hier den dritten Grenadier und exponiert sich dadurch natürlich auch ein bisschen. Jetzt das erste Mal gerade hier im Angriff auf die Scharfschützen. Ja. Er sollte jetzt auch wieder weggehen, weil er fährt jetzt sehr spät nach, was wahrscheinlich daran liegt, dass er hier drüben gebunden war. Aber wenn man nicht direkt nachsetzt, dann kann man sich's auch schenken. In dem Fall muss er sich dann halt mit dem 50% HP-Abzug begnügen. Und so ein Klassiker, wie Kammer-Test, was ich zumindest häufiger mal gesehen habe, ist halt der gute alte T2-T3-Tag, der eine ganze Zeit lang, oder lange Jahre lang ja auch quasi gar nicht gemacht worden ist. Aber der Herr Wilkamo-Test, der ist so jemand, der spielt das und das auch durchaus erfolgreich und das ist auch auf jeden Fall stark. Ja, hier haben wir jetzt die Haubitze in der Basis, tief versteckt. Wilkamo-Test hat man schon gesehen, hatte sich ja für Terror entschieden. Heilung ebenfalls da, ein bisschen problematisch ist das Income 235, hat schon hier relativ viele Einheiten, die drücken ihn dann natürlich runter. Oh, der Scharfschütze. Beinahe. Ja. Ich wollte schon sagen, beinahe das letzte Mal beatmet, aber dann ist es tatsächlich auch passiert. Er könnte jetzt hier mit dem Grat den M8 blocken und verhindern, dass hier gezockt wird. Oder mit dem Half-Tag. Ebenfalls eine gute Möglichkeit. Sehr, sehr schön. Super reagiert. Panzerabwehrkanone. Kann er mal schießen. Nimmt den M8 raus. Sehr gutes Spiel von WK-Mortest hier. Aus der Katastrophe das Beste gemacht. Jetzt die Panzerabwehrkanone zurückziehen, genau. Hier wieder den Grenadier positioniert, um Schlimmeres zu verhindern. Interessant ist auch, dass es noch keinerlei Wett gibt. Das ist auch nicht so ganz... Wow. Critical. Üble Critical auf das Haus. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Also Häuser kennen auch Criticals, wo sie besonders viel Schaden nehmen und wo sie dann irgendwann auch quasi den Tod-Critical haben und zusammenbrechen. Aber das Haus hatte quasi noch volles Leben. Also das ist sehr, sehr, sehr ungewöhnlich, was hier passiert ist. Tatsächlich habe ich das in all den Jahren, in denen ich COA spiele, noch nie gesehen. Also, wow. Das war ein LOL-Moment. Ja, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, es gibt kein Wett bei WK-Mortest. Und das ist schon... auch ein bisschen ungewöhnlich. Also er ist jetzt jemand, eben weil er so gut spielen kann mit seinen Einheiten, weil er sie so gut hinstellt, der nicht unbedingt Wert 2 braucht, der allerdings mit Wert 1 trotzdem auch ganz gut fährt und viel erreichen kann. Oh, wir können das jetzt auch für die Pack eng werden. MG ist schon raus. Nate hier auf die Mine, die er erkannt hat. Sehr gute Möglichkeit. Hier drüben hat er auch eine Einheit hingeschickt, einfach um mal zu cappen. Hier ein klassisches Problem bei den Scharfschützen. Wenn die zusammenschießen, dann hat man eine ganz gute Wahrscheinlichkeit, dass sie eben denselben Soldaten erschießen. Der wird dann halt doppelt erschossen, was natürlich keinen Sinn macht. Man möchte ja dann doch eher, dass der ein bisschen zeitlich versetzt schießt, aber dieses Micromanagement, das bringt eigentlich effektiv niemand auf. Die Mine könnte er gesehen haben. Müssen wir mal schauen, ob das auch der Fall ist.
T3 ist jetzt halt da. KKZ kommt, also Wett ist dann bald eine Sache. Ja, den Mörser, der ist schon eine Zeit lang auf dem Feld. Wir haben ihn ja schon die ganze Zeit lang gesehen, wie er geschossen hat. Ein weiterer Vorteil vom Half-Track ist natürlich die Tatsache, dass das Ding als ein vorgelagerter Verstärkungspunkt fungiert. Hier jetzt übrigens auch gerade Supply hat Upgrade 1. Ihr könnt ja nochmal kurz im Video zurückgehen und euch anschauen, was das hier ausgemacht hat beim Einkommen. Es ist auf jeden Fall spürbar und es ist auch durchaus wichtig. Viele Minen jetzt hier auch in der Mitte. Da siehst du, hier ist die Minensichtbarkeit, die ist einfach viel besser. Guck mal, wenn ich das Ding hier anklicke, da ist ein Lebensbalken da drüber und da weiß ich, hey, da liegt die Mine. Oder hier, die ist auch durch Gebäude sichtbar als so ein Schema. Also da könnte sich COH2 gerne mal ein Stückchen von abschneiden. Überhaupt von der ganzen Minenmechanik. Viel besser hier gelöst. Das ist tatsächlich ganz lustig, weil sonst vereinheitlicht COH2 ja, versucht irgendwie alles zu vereinheitlichen. Und da hat man versucht, Unterschiede zu schaffen und einfach total versagt. Ja. Aber anderes Thema. Nebelwerfer ist die erste Einheit von BK-Mod-Test aus dem T3. Das ist eine interessante Wahl. Der eine oder andere hätte vielleicht mit einem Puma gerechnet. BK-Mod-Test spielt aber den Nebelwerfer. Und ja, der Nebelwerfer hat halt den Vorteil, ist schön gegen den Mörser. Man trifft vielleicht mal einen Scharfschütze, man nimmt eventuell mal eine Mine mit. Also, ja, ich verstehe das schon. Bin ja auch jemand, der immer gerne einen Nebelwerfer gespielt hat. Hier hat er macht jetzt ganz gut zugehauen. Welt 1 letztendlich auf dem Panzergrenadier. Damit ist die Heilung ausgemachte Sache. Und hier haben wir die Mine. Der Nebelwerfer hat, glaube ich, gerade geschossen. Sehr schön auch hinter das Haus gestellt. Ah, relativ hohe Streuung hier. Da hat er hinten da hingeschossen? Was ist denn das für eine Streuung? Wow! Ultra extrem. Ja, und da macht sich die Mine bemerkbar. Hier jetzt zurückziehen könnt ihr immer noch im Tod hier. Das ist auch ein spezieller Critical-Typ, wenn das Fahrzeug noch ein bisschen rumfährt. Natürlich wehtun können hier. Propaganda jetzt zum ersten Mal eingesetzt. Ja, und sehr, sehr schön. Minen, da sieht man wieder. Sehr, sehr interessant. Hilft viel, macht hier wirklich eine ganze Menge. In dem Fall quasi verantwortlich für den Tod des M8s. Und ja, da sieht man natürlich auch, der M8, der hat es zusehends schwer. Weil einfach zu viel Anti-Tank langsam auf das Feld kommt. Pack Schreck. Alles etwas problematisch. Königstiger übrigens nicht mehr so weit weg. BK-Mod ist jetzt mittlerweile durchaus auch wieder mit ein bisschen Reserven. Ja, man muss sich halt vor Augen halten, dass sein einziges wirkliches Anti-Tank, Anti-Sniper eigentlich das Grat ist. Das ist ganz ulkig. Ihr könnt ihr jetzt hier ausschlachten, wenn er die Ressourcen dafür hat. Aber er muss natürlich erstmal hier in der Mitte Minen suchen gehen und auch mal wieder eine Siegesmarke holen. Die beiden sind recht dicht beieinander. 410 zu 386. Tatsächlich hat BK sogar noch einen Vorteil. Pass auf! Wow, hätte er bald sein eigenes Grat gesprengt. Auch das ist eine coole Sache eigentlich, diese Mechanik, dass man sagen kann, ich klär's. Oh. Ja, das sind wieder die Scharfschützen. Ich kläre auf mit dem Minensucher. Und dann kann jeder Pionier, auch solche, die keinen Minensucher haben, diese Mine räumen. Oder man kann sie auch mit Infanteriewaffen kaputt schießen. Und tatsächlich hat man früher zum Beispiel auf See durchaus so Minen geräumt, indem man einfach mit einem normalen Karabiner drauf geschossen hat. Also das ist gar nicht so weit von der Realität entfernt. Und ich finde das eigentlich total cool. Geht natürlich in CO2 nicht mehr. Ja, ist klar. Oder auch mal eine Handgranate draufwerfen oder so, wenn man BBK-Mod-Test hier unten das gemacht hat. Alles sehr, sehr coole Sachen. So, hier wieder am Lieblingsminenspot aller beteiligten Spiele eine neue Mine. Diesmal an einer Stelle, wo zumindest genau an diesem Punkt noch keine gelegen hat. Zwischenzeitlich hat BK-Mod dann sicherlich auch mal das FHQ gesehen, was mittlerweile allerdings gar nicht mehr so die Bedeutung hat. Auch von der ganzen Spielweise her, also ich denke, er hätte das gar nicht unbedingt spielen müssen. Hier hätte ich ihn längst zurückgezogen. Eventuell sogar versucht, nach oben rauszulaufen, in der Hoffnung, dass er hier hinten lang rennt. Aber gut, im Endeffekt kann er das besser einschätzen als ich. Artillerie könnte in die Mitte gehen. Geht aber tatsächlich hier hinten hin? Warum auch immer? Ach so, auf die Pack wahrscheinlich. Er versucht wieder, das Haus zu zerschießen. Ja,
Aber das ist zu viel für die Pack. Die könnte auch ausgeschaltet werden. Die ist schon mal dekrut worden wohl. Hat kaum noch Leben. Wenn da noch eine Granate landet, dann ist sie dann auch tot. Lustigerweise sind die Leichen hier teilweise noch getarnt. Man sieht auch, dass Volksgranadiere sind, die das Teil wieder besetzt haben. So, und da ist auch noch der Puma. Der Puma kommt auch direkt am Wert 1 spendiert, wovon natürlich auch Grad und Half-Track profitieren. Ein weiterer Vorteil am Half-Track ist, wenn das Spiel tatsächlich ins State-Game geht und wenn man so lange braucht, man kann irgendwann mal eine Stucker daraus machen. Was ja durchaus auch interessant sein kann. Wobei ich in den meisten Fällen eigentlich einen Nudelöffel bevorzugen würde. Ja, und so sehen wir, auch wenn er keinen eigenen Scharfschützen hat, hat er jetzt hier... Ich habe den Mörser getötet. Oh, wie der hier da liegt, das sieht auch ungesund aus. Ich meine, gut, der ist eh tot, aber... Oh. Ungesund ist es trotzdem. Auch wenn er tot ist, ist es ungesund. Ja, man sieht jetzt, das finde ich halt ganz interessant, Bekamotest hat nur einen Grad gehabt und das hat auch nie so wirklich viel auf den Scharfschützen geschossen, aber er wirkt sich jetzt halt einfach nach vorne und ich hab Bekamotest mal einen Wühler genannt und ich finde, das passt irgendwie. Er wühlt sich einfach so nach vorne. Ne? Es läuft total scheiße und er hat irgendwie vielleicht auch, was ja nicht immer so ist, ne? Ist ja klar, er macht da vielleicht auch Spiele, wo er auf jeden Fall dominiert, das werden noch sogar nicht wenige sein oder gewesen sein, ich weiß nicht, ob er noch spielt. Aber selbst wenn es nicht so läuft, der bleibt einfach drin, er verliert nicht und dann kommt er nach vorne. Und das ist halt was die Wehrmacht super kann, was sie auch schon immer super kann, aber der Unterschied ist, er macht das nicht, indem er W2-Grenz spammt. Er macht das nicht, das so hat man es halt früher gemacht, das war natürlich auch in der Zeit vor den Scharfschützen. Und er macht das auch nicht mit For the Fatherland. Und das ist halt das Beeindruckende. Hier natürlich, klar, mit Propaganda hat er einfach nochmal eine gewisse Stärkung. Also jeder Mann, der da umfällt, der hilft ihm im Endeffekt. Das ist ganz klar, das muss man auch berücksichtigen. Aber, ja, er schafft das halt auf eine andere Art und Weise, als es früher gehandhabt worden ist. Ja, und durch den Nebelwerfer sollte er jetzt vielleicht doch mal, also der Puma ohne Abgun, der macht nichts gegen den M8. Der Puma mit Abgun macht den M8 dann platt. Dauert allerdings ein bisschen. Hier wird 2, das ist ein bisschen problematisch. Aber ja, hier ist natürlich auch die Schreck. Man hat hier gerade ganz kurz gesehen, wie er zack, einfach so einen guten Teil seiner AP wiederhergestellt hat. Ja, jetzt ist das Half-Track auch recht offensiv. Glück gehabt hier, dass er mit dem Volks den die Mine mitgenommen hat. Bin mir nicht so ganz sicher, worin das geht. Ja, jetzt der M8, das ist natürlich blöd. Könnte ja versuchen, mit einer Faust zu arbeiten. Und er hat die Scharfschützen aufgetarnt. Eventuell kann er jetzt mal einen ausschalten. Da katapultiert es den Schützen aus dem HT. Aber jetzt dreht er sofort ab, wegen dem M8. Das ist auch die richtige Entscheidung. Auf der anderen Seite, super gesaved mit dem M8 hier. Die Scharfschützen. Das also wieder gut gemacht. Ja, und jetzt sind wir an dem Punkt, wo Martin Bent tatsächlich sämtliche Gebäude hatte, die man als Ami so bauen kann. Er könnte vielleicht noch ein paar Sandsäcke legen. Stacheldraht hat er ja auch schon gebaut. Eine Panzersperre noch oder einen Outpost. Aber so die wichtigen Basisgebäude, die sind alle da. Und... das wirft Fragen auf. Nämlich die Frage, war das so eine tolle Strategie, die er da gehabt hat mit seinem FH-Crew? Ich würde mal sagen, nein. Ich würde mal... Wie sieht eigentlich die Küche aus? ja, das kann passieren. Ist, glaube ich, auch das einzige Gebäude, bei dem das passieren kann, wegen dem Turm. Ja. Okay. Gut. Ja, also ich würde nämlich sagen, sein FHQ in letzter Konsequenz hat ihm das nicht gebracht, nicht viel gebracht. Diese T1, T2 Geschichte, die er gemacht hat, das kann man tatsächlich machen. Früher hat man mal gesagt, das ist eine Alles-oder-Nichts-Strategie. Denn wenn man das so spielt, dann hat man immer die große Gefahr, dass man dadurch einfach verliert. Schlicht und ergreifend. Und das ist halt... im Endeffekt ein hohes Risiko. Auf der anderen Seite, ja, kann man dadurch eben auch, wenn man es richtig macht, den Gegner stark unter Druck setzen.
Aber ja, Bildkamera-Test hat gar nicht so viel zugelassen. Gefühlt. Auch wenn die Scharfschützen hier 22 und 9 Kills. Ich denke, es hätte eigentlich mehr sein müssen, mehr sein können. Spannend wird jetzt mal das Duell M10 gegen Puma. Ich bin mir sonst so nicht so ganz sicher, warum er eigentlich einen M10 gebaut hat, wenn ich ehrlich bin. Also, was Martin Bent hier macht, das ist zumindest mal ungewöhnlich zu nennen. Es ist definitiv nicht so das Standardspiel. Ah, jetzt sieht es nicht gut aus hier. Mit den M8 Stück kommt hier auch mit nach vorne, ebenfalls schon Wert 1. Und da ist das Grat. Sigi geht dran an das Grat, ist damit natürlich tot. Hilse würde ich es jetzt wirklich stehen lassen, nicht rumhantieren, versuchen zu schießen, aber es dreht sich halt nur im Kreis. Damit passiert gar nichts mehr. Puma, sehr gute Einheit grundsätzlich gegen den M10 tatsächlich. Ein möglicher Konter auch, was einfach daran liegt, dass der M10 Probleme hat, den Puma zu treffen. Oh, jetzt Sticky dran. Wird der Tod des Pumas sein? Willkramer-Test überreizt dein Blatt. Oh, drastisch. Viel zu drastisch. Ich verstehe natürlich, dass du die beiden Einheiten hier töten wollte und da fehlt auch nicht mehr viel. Aber das war ein Fehler. Das hätte er nicht machen sollen. Er sollte jetzt hier unbedingt weiter zurück. Zu offensiv gewesen. Wenn dann, das wäre die Alternative gewesen, dann hätte er die Propaganda eigentlich auf den Rifleman schmeißen müssen, weil er hat gar keine Infanterie hier gehabt, trotzdem aber die Scharfschützen weggeschickt. Und das hat ihm gar nichts gebracht in dem Moment. Ja, jetzt haben wir hier den Motor zerstört und damit besteht eine gute Chance, dass Bekamot-Test gleich zwei von seinen Einheiten, von seinen T3-Einheiten wieder verliert. Ich würde jetzt sogar mal überlegen, nochmal mit dem M10 vorzufühlen, weil der könnte einen Treffer durchaus verkraften. Ja, das Problem ist, die eine Sticky, das reicht eventuell nicht. Ich würde den M10 nehmen. Ich verstehe, dass er das mit dem Rifleman machen will, weil der halt einfach einen Haufen Wett dadurch bekommt. Ganz klar, wenn man kann, immer den Rifleman nehmen. Ja, nee, ist okay. Finde ich okay. War jetzt zwar teuer, durchaus, hat Munition gekostet, aber ist okay. Verstehe ich. Gut, und jetzt wird es nochmal besonders interessant, denn hier ist jetzt der Kollege Tiger 2, auch bekannt als Königstiger. Und das ist auf jeden Fall ein Gegner, den man auf gar keinen Fall unterschätzen sollte. Das ist halt das Interessante. Schwere Panzer funktionieren in COH1 im Grunde anders als in COH2. Mir gefällt das eigentlich besser, wie es hier ist. Denn auf die Art und Weise, der Königstiger jetzt in dieser Situation, der kann durchaus das Spiel entscheiden. Denn es ist halt so eine Einheit, wo man sagen kann, oder wo, sagen wir mal, wo zwei Sachen passieren können. Das eine ist, man holt das Ding zu einem Punkt, wo man gerade eigentlich hinten dran ist, dann kann er einem nochmal nach vorne reißen und dem Spiel nochmal eine gewisse Wendung geben. Oder, was halt die üblere Variante für den Gegner ist, man hat ohnehin einen relativ stabilen Stand oder das Spiel ist ungefähr ausgeglichen, so wie jetzt im Moment, und dann holt man das Teil und dann raucht es natürlich richtig, weil dann kann der Königskrieger eben nicht nur jemand sein, der einen das Spiel zurückbringt, sondern auch der auch direkt das Spiel gewinnt. Das Risiko dabei ist immer, dass der Königstiger eben nicht nur diese 500 kostet, die draufstehen, sondern er kostet im Verborgenen nochmal 500, weil er das Arbeitskrafteinkommen entsprechend reduziert. Das heißt, man muss immer darauf achten, wie viele Einheiten habe ich auf dem Feld, wie viel Infanterie habe ich, was habe ich so an Verstärkungskosten, kann ich mir diese Einheit im Moment überhaupt wirklich leisten. Und immer dran denken, der Königstiger ist kein I-Win-Button, der braucht eine gewisse Verstärkung, ein Backup, wie es immer so schön heißt. Und dann kann man damit viel Spaß haben. Hier jetzt sehr schöne Falle aus MG, dem Typ hier im Haus und so weiter. Also das passt alles. Sehr, sehr schönes rundes Bild. Panzerwerkkanone hat mal wieder eine Macht abgeschossen. Er sollte jetzt rennen hier. Genau, das macht er auch. Königstiger mit dem Heck hier unterwegs. Nicht gut. Ich hoffe, dass Bekramer das den Licht verliert. Mich wundert, dass er mit den M10s noch nicht reingegangen ist.
Hier ist halt immer ein beschädigter Motor garantiert. Was denn? Das hat nicht geklappt. Aha. Einfach um mich mal zu widerlegen. Die Pack sollte übrigens neu positionieren. Bitte nicht so stehen lassen. Ja, wegen der Artillerie, wegen den Scharfschützen. Oh, jetzt hier der Nebelwerfer mit Suppression. Das ist halt auch eine sehr, sehr nützliche Fähigkeit, die die Artillerieraketen hier mitbringen vom Nebelwerfer. Was auch ganz interessant ist in diesem Spiel, ist, dass die Siegesmarke in der Mitte doch einigermaßen oft neutral ist. Niemand kippt die jetzt hier. Niemand hat auch so wirklich die Möglichkeit von den beiden Spielern. Und das ist doch ganz interessant. Noch ein bisschen ungewöhnlich. Hier wieder das schöne Spiel mit dem Half-Track. Das lebt übrigens immer noch. Ist kein Nachbau. Da also wirklich schön gemacht. Oh, da ziemliches Pech hier. Ist gerade kurz stehen geblieben. In dem Moment schießen die in den M10s. Dann hat er nichts mehr von seinem Accuracy-Modifikator und er ist tot. Die Bar, die hier oben lag, hat er jetzt zwischenzeitlich aufgesammelt. Natürlich immer eine schöne erweiterte Feuerkraft. Und ja, die Panzerabwehrkanone hier. Die ist ein Muss natürlich gegen den Königstiger. Na gut, mit dem 10 könnte man es auch probieren, aber ja. Man kann es auch lassen. Na, hier steht man sich jetzt leider ein bisschen gegenüber, ohne dass aufeinander geschossen wird. Da pusht er lustigerweise gerade mit dem Königstiger die Jungs hier weg. Die Pack hat sich allerdings nicht bewegt. Finde ich nicht gut. Kommt allerdings raus. Hier jetzt die M10s. Da muss er aufpassen. Die müssen eigentlich flankieren. Ich weiß nicht, ob er Propaganda hat. Genau hier. Sehr, sehr schön. Ja, jetzt hat das, kann auch die Pack wieder schießen im Hintergrund. Ja, der Königstiger, der ist halt wirklich so ein klassischer Tank einfach. Das, was man wirklich unter einem Tank versteht. Eine, der sich hinstellt und der den Schaden wie ein Schwamm aufsaugt. Hat allerdings parallel auch noch Damage-Dealer-Potenzial. Oh, ihr könntet jetzt einen Volunet-Kill geben. Jawohl! Und damit haben wir einen Panzergrenadier mit 2 Bars. Das ist natürlich auch übel, zumal er ja zwischenzeitlich auch Wert 1 ausgegeben hat. Hier jetzt ein bisschen blöde positioniert. Volks sind allerdings da. Armor-Piercing-Rounds sind drin, zu erkennen am Abschussgeräusch und an dem Nachglühen hier vorne am Rohr. Nützt allerdings nichts, weil eigentlich geht es doch ziemlich rausgeschmissene Munition, wenn wir mal ehrlich sind. Ja. Er entschließt sich hier für die Variante zerstören, hat aber glaube ich dabei einen von seinen Volksgrenadiersoldaten mit abgeschossen. Und was BK-Mod-Test jetzt auf jeden Fall noch braucht, ist Reparatur. Also er hat zwar 2 Jungs hier, aber einer davon ist ganz woanders beschäftigt. Und der Königstiger, der sollte einfach mal zwischenzeitlich ein bisschen in Stand gesetzt werden. Weil sonst wird er dann doch mal gerusht und dann ja, hat man auch nichts gekonnt. Scharfschütze hier nicht bei bester Gesundheit. Interessanterweise tatsächlich. Ja, jetzt rusht er mit der Infanterie. Pusht den Scharfschützen. Und das hat hier auch geklappt, sehr, sehr schön. Und da ist einer raus, das war die Bar. Die geklaute Bar. Och, das ist bitter. Ja, und jetzt überrennt die Infanterie halt alles. Ja, 2 Bars, das ist genau das. Genau das. Absolut richtig, OP. Ja, man macht jetzt hier einen Decap. Hier oben auch eine Einheit unterwegs. Naja, Decap wird er nicht durchkriegen. Sollte zurückgehen, wenn er den Trupp halten will. Ja. Bunker kommt, sehr gute Idee, richtige Entscheidung. Der Platz, ich hätte ihn eher hier hinter gebaut, wenn ich ehrlich bin. Blöderweise liegt da eine Mine, aber das Haus ist, denke ich, ein bisschen sicherer. Oder das hat er hier oben? Ich weiß es nicht. Das Problem ist halt, das ist kein Dev-Bunker. Kann durchaus mit einer Artillerie-Salve zerstört werden. Und hier ist die Entscheidung, nachdem er das Ding halb kaputt geschossen hat, doch die Pack aufzunehmen. Aufgekammert. Das ist wirklich. Ja, und das ist natürlich ein Repair-Bunker geworden. Wie wir das auch schon erwartet hatten. Mittlerweile 3 M10s, das wird dann spannend. Also was wir jetzt halt sehen ist, dass Martin Benz sich sozusagen aufpustet. Wie so ein Kugelfisch. Er saugt jetzt, hat eine ganze Zeit lang Ressourcen angesaugt und hat dadurch einen Haufen Panzer produziert.
mit denen er jetzt versuchen wird zu rushen wahrscheinlich. Ja, das große Problem daran ist natürlich, es gibt zwei Panzerabwehrkanonen. Der erste M10 ist auch schon raus. Ach, Königskrieger dreht nochmal seinen Turm. Die zweite Pack sollte jetzt um Gottes Willen sich rumdrehen. Bitte, bitte, bitte. Oh je. Erster Pionier raus. Motorschaden. Panzerabwehrkanone steht hier vorne gut. Der KT muss weiter. Muss unbedingt um die Ecke rum. Wo ist die Pack hier hinten? Schießt auf den M10. Das könnte noch eng werden, wenn der M10 nochmal trifft. Wenn die Pack nochmal trifft. Nichts davon passiert. Königskrieger bleibt erstmal stehen. Rettet sich um die Ecke. Die Jungs pushen hier die Scharfschützen. Scharfschütze ist raus. Muss aber weiterfahren, unbedingt weiterfahren. Panzerabwehrkanone könnte vorkommen, tut sie nicht. Sehr schön hier mit Propaganda wieder gearbeitet, ausgezeichnet. Die Jungs weggeschickt und jetzt könnte er ihn hier holen. Muss unbedingt weiterfahren, ganz, ganz wichtig, nicht stehen bleiben. Wegen der Artillerie, Abpraller. Wenn er trifft, dann kann das durchaus schon ausreichen hier, um den Freund hier zu töten. Deshalb unbedingt weiterfahren. Panzerabwehrkanone wird wieder gepusht. Sollte jetzt auch leer gehen. Ich würde direkt cappen gehen, wenn ich ehrlich bin. Nicht so dicht dran, wegen der Basisverteidigung. Naja. Cap wäre jetzt halt sehr interessant. Er würde ihm dadurch natürlich auch einen Haufen Popcap wegnehmen. Ja, und der Königstiger überlebt. Sollte jetzt hier natürlich auch den Pio noch mitnehmen. Genauso den anderen. Baut jetzt noch einen weiteren. Hat mittlerweile auch T4 am Start. Sollte man ebenfalls nicht unterschätzen. Hier oben hat er jetzt gerade ein bisschen eine Einheit vergessen. Ja, und damit schauen wir uns mal an. Wir haben den Nebelwerfer, der übrigens eine Zeit lang schon wieder inaktiv war, würde ich mal behaupten. Gefühlt hätte der auf jeden Fall schon wieder schießen können. Und wir gehen vielleicht nochmal gerade auf die andere Seite. Wir haben jetzt halt noch einen Scharfschütze, die Haubitze, gerade noch einen Rifleman. Und lustigerweise hat er sich jetzt nochmal für einen Schirm entschieden. Das ist eine interessante Entscheidung, möchte ich das mal nennen. Die ich so nicht erwartet hätte, wenn ich ehrlich bin. Also er macht hier irgendwie ein bisschen kreuz und quer und ist weit weg vom Standard. Formulieren wir mal so. Jetzt habe ich ja leider die ganze Zeit lang diese Einheit, die ursprünglich mal stand, in den Feuerwinkel angezeigt. Das ist ein Bug. CO1 hat auch so seine Bugs. Ja, und da ist die Stuka, wie schon angekündigt, das ist eine Möglichkeit. Die ist halt primär interessant gegen Panzerabwehrkanone ist ganz gut oder halt Fahrzeuge. Die Panzerabwehrkanone ist ja auch ein Fahrzeug, deshalb ist sie da auch gut. Beziehungsweise da ist die Stuka dann auch gut. Ja, die Sticky, die fliegt weit, das sind wir zwei Sticky, das ist blöd. Bewegungsunfähig, scheiße. Ziemlich scheiße, vor allem das ist im Feuerbereich der Pack. Ich hoffe, BK-Mortest denkt an seinen Nebelwerfer. Da kommt die nächste Sticky. Oh, oh, Herr Königstiger, es wird eng. Und der Volksgrenadier pusht nicht die Pack, sondern geht hier nach oben. Ich weiß nicht, warum er das macht. Er müsste jetzt alles daran setzen, seinen Königstiger zu retten. Armor-Piercing Rounds sind drin. Die Geschosse, die werden jetzt durchgehen. Meines Erachtens nach hat er hier zu viel Zeit verloren. Und da ist er down. BK-Mortest, was machst du? Warum hast du nicht die Pack rausgenommen? Warum hast du es nicht mit dem Nebelwerfer probiert? Wieso bist du nicht mit dem Volksgrenadier drauf? Das wettnützt der Pack jetzt natürlich nichts, aber der Königstiger ist tot. Auch die Tatsache, dass er hier sich dazu entschlossen hat, Frax auszuschlachten, statt einfach mal seinen Königstiger zu reparieren, die hat dazu beigetragen. Ja, wo eben noch ein wunderschöner Panzer war, so ein richtig schöner, dicker, fetter Panzer, der viel Schaden aufsaugt, der auch Schaden austeilt, ist jetzt nur noch ein Frack. Und das bisschen Munition, das kompensiert da auch nicht mehr. Tja. Und schon gewinnt das Spiel wieder eine andere Richtung. Auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Erfolg hier. Für Martin Bent einmal mehr sieht man die Kraft und die Bedeutung, die so ein Rifleman einfach in einem Spiel hat und wie es dem Spiel einfach eine neue Richtung geben kann. Die Stuka müsste jetzt raus, also rückwärts fahren, weggehen. Pack's leer. Wie immer, aus welchen Gründen auch immer, der letzte Mann begeht Selbstmord. Schießt jetzt auch die Pack kaputt, das halte ich für keine schlechte Entscheidung. Im Moment haben wir eine Situation, wo das einzige Anti-Tank hier der Schreck ist. Der Repair-Bunker, gut, der hilft jetzt der Stuka noch. Also es ist nicht so, dass er nutzlos wäre. Ah, und ich glaube, er hat sich endlich mal an seinen Nebelwerfer erinnert, oder?
Doch nicht? Ich habe doch da gerade ein Heulen gehört. I don't know. Ich weiß nicht so ganz, was er jetzt mit der Stuka hier vorhat. Personalabbau eventuell. Vielleicht auch einfach verklickt. Ich weiß es nicht. Die beste Idee ist es nicht, die jetzt nach vorne... Na gut, verstärken wahrscheinlich. Also jetzt wirklich die Frontstucker hier. Könnte natürlich durchaus den M10 rausnehmen. Mal schauen, wo die Granaten hingehen. Ja. Ja, das lassen wir dann mal so stehen. Tja, und jetzt haben wir natürlich hier wirklich ein Problem, weil der Königstiger, der war in der aktuellen Situation, in dem aktuellen Bild, das er nun mal hatte, einfach wichtig. Und jetzt ist er tot. Jetzt fehlt diese Einheit. Und jetzt blutet BK-Mortest gegen diese Rifleman. Beziehungsweise gegen den Wet-Rifleman. Natürlich auch ein Stück weit gegen den M4 hier. Ja, da hat jemand jetzt einen Wet-3-Rifleman produziert. Yay. Das Vergnügen, das pure Vergnügen. Also, wenn ich der Ami wäre, ich würde mir sogar noch mal einen zweiten Scharfschützen durch den Kopf gehen lassen. Das ist lustig, wie er die Stuka immer noch benutzt, um jetzt zu refreshen. Das ist echt der Hammer. Ah, guck mal, Panzer 4. Ja. Ja, warum nicht? Ne? Kann man auf jeden Fall machen. Ja, apropos zweiter Scharfschütze, da ist er auch schon. Ja, ich weiß nicht, eine andere Möglichkeit wäre sicherlich ein Ritterkreuzträger gewesen, wobei dann bei dem Wetter Rifleman wohl auch schon Wett 3 notwendig wäre. Oh, Scharfschuss ist jetzt weit vorne, wird gerusht, schießt daneben. Schön gemacht, hier hinter der Hecke versteckt. Martin Welt hatte wohl Angriffsbefehl drin. Nicht immer die beste Idee. Gut, Panzer 4 ist da, Wett 1 hat er auch schon. Also soweit alles richtig gemacht. Repair Bunker ist ja da. Das hilft natürlich jetzt hier ein bisschen. Der M10 pusht, um einen Rush auf den Scharfschützen zu verhindern. Hat aber mit Propaganda jetzt weggeschickt, um hier in Ruhe campen zu können. Er weiß natürlich auch, dass der Gegner bei 127 Tickets ist. Und damit prädestiniert, um durch Siegesmarken geschlagen zu werden. Ah, neues Grad. Interessant. Und das zu diesem Zeitpunkt des Spiels. ich weiß nicht, ich würde mal über den Unterkreuzträger nachdenken. Oh, oh, hier aufpassen. Ich weiß nicht, ob er sieht, wo die Adler hingeht. Jetzt anscheinend. Er will natürlich den Bunker hier abreißen. Eine andere Möglichkeit wäre eventuell gewesen, ihn auch hier hinzustellen. Also die Jungs, die rennen schon eine Zeit lang. Und man will ja ohnehin nicht an der Front unbedingt traverieren. Sehe ich zumindest so. Ich meine, natürlich ist das auch eine Möglichkeit, dass man sagt, ja komm, machen wir es halt. Und wir müssen vielleicht gar nicht zurück, aber die Jungs können auch sterben. Und dann hat man natürlich auch nichts gewonnen. Man sieht das jetzt hier. So eine gewisse Chance haben die Volksgrenadiere, aber wenn die Riflemen dann zu weit weg sind, dann kann man es irgendwann vergessen. Und auch mit dem Wett hier, das können die nicht kompensieren. Es sind halt nur Maschinenpistolen, es sind keine Sturmgewehre und das sind auch nur Volksgrenadiere und eben keine wunderschönen... Ach so, jetzt verstehe ich, was das vorhat. Es sind keine Ritterkreuzträger. Ja, sehr schön. Er will die Haubitze. Und ich weiß nicht, ob er die kriegt, wenn ich ehrlich bin. Wo ist denn das denn? Gut, Einheit ausgefallen. Ist jetzt nicht aufgepasst. Weil ich gerade hier gucken wollte. Ja gut, wenn er hier unten lang fährt, dann kriegt er das Ding. Ich weiß nicht, das könnte eng werden. Also die V1 ist natürlich jetzt hier offensichtlich so der Gedanke. Und jetzt kann das MG schießen. Kann es nicht, sehr schön. Und da kommt die V1. Jupp. Jetzt sofort ignorieren, anderen Kriegsschauplätzen zuwenden, denn der Zweck dort, der ist erledigt. Könnte auch ein Artillerietreffer gewesen sein, der hier was getötet hat. Pack vielleicht oder so auch. Ich weiß es nicht. Da kann er sich auch nochmal durchsetzen. Und da ist die V1. Das war das Ziel. Und die Haubitze. Jo, sehr, sehr schön. Was man übrigens auch machen kann, das macht auch quasi niemand,
den Situationen, wenn jetzt wie hier so ein Ding in der Basis drin steht, dass man sagt, ich schieße nochmal mit einem Feuersturm hinterher oder mit einem Nebelwerfer, wenn ich habe, weil dann hat man immer noch eine gute Gelegenheit, umstehende Basisgebäude wie die beiden hier abzureißen. Muss man natürlich auch die Munition für haben, für den Feuersturm oder den Nebelwerfer entsprechend vorziehen. Aber ja, ja, grundsätzlich auf jeden Fall eine coole Sache. Diese Haubitze, die hat auf jeden Fall genervt. Jetzt ist sie weg und das ist etwas, was jetzt das Spiel wieder ein bisschen in Richtung PK-Mod-Test verschiebt. Oder das Kriegsglück, sagen wir es mal so. Ja, Kriegsglück kann man eigentlich, kann man das sagen, kann man nicht sagen. Kann man nicht sagen, kann man eigentlich nicht wirklich sagen. Ja, will jetzt natürlich den M4 töten. Ja, da wird schon das Ziel gewechselt. Naja, er kriegt ihn leider nicht. Pech gehabt hier. Und der Scharfschütze ist halt ultra nervig, beziehungsweise die Scharfschütze, muss man ja sagen. Geht jetzt, glaube ich, Stuka drauf. Ja, er versucht sie mit einer Stuka zu kriegen. Wird allerdings nicht klappen. Ja, das ist auf jeden Fall ein Problem. Überhaupt keine Frage. Deshalb Ritterkreuzträger war so mein Gedanke. Weil er verliert jetzt hier halt sehr, sehr viel Manpower gegen die Scharfschützen. Ohne eine Möglichkeit zu haben, sich da gegen wirklich zu helfen zu lassen. Ja, oh, der ist natürlich ein gutes Opfer. Ja, weiterlaufen! Weiter, weiter! Ah, jetzt will ich einen Genickschlag verpassen, Mann! DK! Bist so ein guter Spieler, bist so besser, bist viel besser als ich und dann läufst du nicht weiter. Der hätte hier töten können. Ich meine, das ist der 2-Bar-Trupp. Und wenn der hier ein Stückchen auf offener Straße ist und sich 2 Bars fängt und gerade noch 25% HP hat, dann krittet man den einfach mal weg. Das wäre ihre Chance gewesen. Hier aber an der Stelle auch nochmal ein ganz wichtiger Appell, ja. Wenn hier irgendeiner hingeht und ein Replay kommentiert, dann heißt das nicht, dass der wirklich eine Ahnung davon hat, was in dem Spiel passiert. Und das heißt auch nicht, dass er, wenn er dann irgendwelchen Leuten sagt, was er hätten anders machen können sollen und so weiter, dass er der absolute König dieses Spiels ist. Das ist ein wichtiger Unterschied zwischen ich spiele tatsächlich auf diesem Niveau und bin in diesem Spiel und habe Stress und so weiter und das Ganze nachher kommentieren. Großer, großer Unterschied, der vielen anscheinend nicht so ganz klar ist. Ist eigentlich der Kirchturm noch da? Ja, easy. So, da leer unser Bunker. Ja, das ist halt auch sowas, den vielleicht mal kurz reparieren. Kann man machen. Vielleicht das MG hier in die Deckung reinstellen. Das finde ich eigentlich auch ganz cool, dass man das Ding hier mal so pseudo positionieren kann und dann sehen kann, aha, wie ist der Winkel, denke ich, Deckung und so weiter. Finde ich ganz nett. Mit Höhe könnt ihr hier probieren zu cappen. Ah, da ist auch schon wieder ein Trupp unterwegs. Der hat wahrscheinlich genau vor, hier auf die rechte Seite zu gehen. Da sieht man dann, irgendwann fängt der BK-Mod auch an, seine MGs einfach irgendwo hinzustellen, was abzusichern und sich das Leben ein bisschen leichter zu machen. Er pusht jetzt auch nicht mehr gnadenlos, sondern ist im Moment eher ein bisschen, ja, fast schon passiv. Ah, und da kommen die Ritterkreuzträger. Jawohl, sehr, sehr gut. Super. Vielleicht noch Wert 3 mit dazu. Freut auch die Grenze im Zweifelsfall. Ah, hier sind sie wieder, die Scharfschützen. Mittlerweile geheilt. Einer auch für 3, das heißt, er kriegt keinen Geschwindigkeitsmalus mehr, sondern bewegt sich getarnt genauso schnell wie aufgetarnt. Das ist halt übel. Ja, und hier jetzt das MG vielleicht neu positionieren. Na, wobei, es gibt ja keine Haubitze mehr, ne? Ja, kann das auch stehen lassen. Aber ich weiß nicht, ich hätte es vielleicht trotzdem an die Mauer gestellt, aber... Ja. Das sind Detailfragen. So ehrlich muss man dann auch sein. Hier jetzt wieder einen Haufen... lustige Panzer. Panzerabwehrkanone ist da. Er baut jetzt in der Mitte noch einen Bunker. Oh, gefährlich für den Panzer 4. Bewegt sich auch nicht zurück. Zielwechsel muss jetzt hier passieren. Stuka in den Anmarschweg rein. Jawohl, der Panzer ein bisschen zurück hier. Blockiert gegen die Panzerabwehrkanone. Und da ist ein Scharfschütze. Mittendrin. Oh, ist das krass. Und da geht der erste... Kollege raus, die Pioniere im Nahkampf gegen den Scharfschützen. Zweiter Panzer 4 ebenfalls raus. Panzerabwehrkanone überrannt. Was für ein Push. Und auf einmal hat BK-Mod-Test 3, 4 Einheiten weniger. Die Stuka wird wahrscheinlich auch nicht rauskommen. Er kann jetzt hier nochmal den einen M10 wenigstens abschießen. Ja, und jetzt kann er hier auch pushen. Es fehlt sowas wie ein Panzerschreck jetzt noch oder so.
Beflügelter Angriff, ich weiß nicht, ob er sich da nicht verklickt hat. Hauptgeschütz ist jetzt hier raus und die Faust kommt und damit ist der Trupp weg. Ach, hier ist ja sogar noch eine Schreck. Ich entschuldige mich, er könnte sich jetzt ins Haus setzen. Deshalb hat er einen beflügelten Angriff, weil er die Schreck mit dabei hat. Verstehe ich, gute Idee. Panzerschreck jetzt hier wieder aufnehmen. Nochmal probieren. Er hat jetzt nicht mehr die Schreck, weil der Typ gestorben ist. Wow. Was für ein Angriff hier, bis auf das Zahnfleisch. Wenn ihr schaut, wie der Junge wieder raushumpelt oder auch der Scharfschütze, wie viel Gesundheit er verloren hat. Ja, da hat er den Vekamo-Test ganz schön auf dem falschen Fuß erwischt. Das war wirklich heftig gerade. Als die Panzer 4 so schnell in die Knie gehen, das hat mich jetzt auch ein bisschen überrascht. War halt nicht so toll auch aufgestellt, ne? Er konnte den vorderen einen Haufen Schaden drücken, bevor der hintere auch nur reagieren konnte. Das ist ja schon interessant. Off-Mat Combat Group. Oder was? Okay. Okay, XD, ja. Ja, 35 Tickets verbleiben den Amerikanern noch. Bekamot hat deutlich mehr, aber er hat auch das viel größere Problem. Nämlich eine überaus ungünstige Armeezusammenstellung. Oh, Ritterkreuzträger, und er schießt mit dem Scharfschützen. Bekamot hat es nicht gesehen, doch er hat es gesehen. Aber der Scharfschütze ist halt Wert 3. Oh, und der läuft nach oben. Nützt aber nichts hier, diese Einblendung. Draufklicken und man weiß, wo der langläuft. Und Bekamot läuft nicht hinterher. Was ist denn da los? Solche Fehler hier zu machen. Weil den Hitter kriegen können. Riesenfehler, da nach oben zu laufen. Quasi sich, und man muss sich ja immer so bewegen, dass der Rückzugsweg im Grunde safe ist. Also hier, Fehler von beiden Seiten. Im Endeffekt kommt der Scharfschütze dann raus. Schreckschießen? Ja, nein. Leider jetzt Zielwechsel, versteckt sich hinter dem Haus. Oh, überfahren! Retreat, retreat, retreat! Wer will jetzt wirklich noch den Kill machen, oder was? Er zielt neu, zielt auf den Rifleman, was ist da los? Meine Güte! Oh Gott! So badass, hier kann man nur so badass sein. Und hier wird jetzt noch der Nebelwerfer überrannt. Wow, das war wirklich badass. Achso, halt. Tja. Aber der Nebelläufer ist jetzt halt auch weg. Wird jetzt auch rausgehen, er wird zerstört werden. Den G wird hier auch überrannt. Könnte sogar geklaut werden, wenn es blöd läuft. Hat BK-Mortest leider nicht rechtzeitig zurückgezogen. Ja, das wird leer gehen. Ja, jetzt geht hier schon der Kampf um die Basis los. Stuka kommt? Das könnte interessant werden. Nicht wirklich erfolgreich. Ich hätte es vielleicht auf den Schirm probiert, weil das ist näher dran. Hier könnte er sich auch in den Bunker theoretisch reinsetzen. Ach so, ja gut, verstehe ich, dass er es nicht gemacht hat. Geht direkt Off-Map drauf. Na gut, hier oben hat er jetzt nochmal gekippt mit dem Ritterkreuzträger. Ja, und da ist das T1 weg, aber ein Panther betritt das Schlachtfeld. Stuka, was Stuka, was machst du? Stuka? 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 What? Man muss ja auch nicht alles verstehen. Ja, der Panther, das ist natürlich klasse. Der lässt, das T4 ganz schön alt aussehen, zumal es ja hier keine Allied War Machine oder ähnliches gibt. Schauen wir mal, ob der Wühler sich nochmal zurückwühlen kann. Ah, Pack 40 ist nicht so extrem schlimm. Schirm geht leider nicht zurück, bleibt hier an der Front stehen. Ah, wenn es jetzt eine Gerechtigkeit gibt, einen Gott, dann muss der jetzt ausgeschaltet werden. Sehr schön nachgesetzt. Pack wird jetzt jede Sekunde leer sein. Wunderschön begleitet diesen Angriff durch die Infanterie. Hauptgeschütz ist raus. Vielleicht nicht so sehr die Seite zeigen. Hier direkt besetzt und das Feuer öffnet gegen den M10, wie in der guten alten Zeit. Ja. Kanone überrannt, direkt umgedreht. Und da ist der Verwundet-Kill, die beiden Scharfschützen wieder.
Und das wird natürlich jetzt auch die Pack direkt leer machen. Aber das Duell Panther gegen M10 sollte einen relativ klaren Sieger kennen. Jawohl! Der Panther setzt sich durch. Ich würde eventuell die Pack einfach zerstören, bevor der Gegner sie wieder bekommt. Zucker geht hier drauf. Rechts hat er wieder eine Einheit, die jetzt mal die Siegesmarke zurückerobert. Und damit wäre zumindest mal wieder eine in BK-Mod-Test schon Besitz. Ja, und jetzt hat er halt hier den Bunker hier hinten stehen gehabt. Der, naja gut, der Schirm hätte den auch da wegräumen können, aber wäre halt noch eine Ecke sicherer gewesen. Ja, eine gute Wahl, denke ich, mit dem Panther. Da muss ich jetzt halt hier ganz, ganz langsam wieder aufbauen. Und was er sich auf keinen Fall leisten kann, sind eigentlich weitere Verluste. Davon gab es ohnehin schon genug. Interessant ist aber auch, dass auf der anderen Seite hier der Karte genau so große Probleme sind. Wird jetzt nochmal eine Panzerabwehrkanone gebaut. Supplier Upgrade Star 282er Income im Moment. Die Scharfschützen ist natürlich ganz wichtig gegen diese ganzen Grenadiere. Das ist quasi der I-Win-Button. Und oh, guck dir das an. Late Game Draht. Das ist durchaus auch selten, aber das ist eigentlich eine coole Idee. Weil hierfür braucht es dann einen Pionier, um das wegzuschneiden. Man kann nicht einfach mal einen Volksgrenadier oder so hinschicken. Das wird einfach nicht funktionieren. Also finde ich cool. Gefällt mir. Ich glaube, er muss aber hier, kann man noch durch, ne? Ich weiß nicht, ob er jetzt ein Karree bauen will oder ob er bis zum Zaun gehen will. Er baut ein Karree. Dann ist es cool. So, hier sind die Ritterkreuzträger. 2 Schuss brauchen die Scharfschützen für den. Hier kann man sich direkt wieder zurückziehen. Ja. 3 M10 ist jetzt wieder und die Panzerabwehrkanone. Der Panther ist damit stark gefährdet. Es gibt keine eigene Panzerabwehrkanone, keinen Rückhalt. Jetzt kommt der Push. BK-Mod-Test erkennt den. Stuka kommt. Die Scharfschützen setzen auch die Ritterkreuzträger unter Druck. Pionier hat natürlich gar keine Chance. Den einen M10 sollte er frühstücken. Jawohl, das funktioniert. Jetzt zum Fahren wird schwer. Man sieht, wie stark der Panther ist gegen die M10s. Aber es fehlt ja einfach noch etwas, was ihm Rückhalt gibt, was ihn hier unterstützt. Ja, läuft er da nicht. Er könnte übrigens den Nebelwerfer wieder besetzen. Ich weiß nicht, ob ihm das bewusst ist. Der Nebelwerfer wäre natürlich immer eine Möglichkeit, die Scharfschützen unter Druck zu setzen, die Panzerabwehrkanonen noch leer zu machen. Also eine Chance, die man, denke ich, einfach ergreifen sollte. Jetzt ein MG. Auch da wird getratet. Hier oben der Draht übrigens fertig. Das ist ultra cool. Also da gebe ich ihm jetzt wirklich Credit, unserem Amerikaner hier. Nächster M10 ist raus. Armor-Piercing Rounds habe ich da gehört. Jupp, und damit muss er zurück. Ritterkreuzträger kommen nach vorne. Wo die Scharfschützen sind, das weiß er. Ja, da wird er jetzt in Stand gesetzt. Eventuell muss er ihn wieder nach vorne nehmen. Ja, jetzt fehlt hier nämlich wieder eine Schreck im Endeffekt. Oder irgendeine Form von Anti-Tank. Genau, den Panther wieder nach vorne nehmen. So ist es richtig. Um den M10 zurückzudrücken. Das war jetzt im Grunde auf einer kleinen Ebene tatsächlich ein Fehlen von Combat Arms. Angriff kommt jetzt hier rein. Stuka geht in die Mitte. Sehr schöner Einsatz wieder von Propaganda an dieser Stelle hier. Oh, wird ultra eng für den Panther. Hier ist noch eine Panzerabwehrkanone. Der Panther sollte rausgehen. Zu offensiv. Zu offensiv, weiß ich nicht, warum er das jetzt gemacht hat. Hätte er nicht machen müssen. Und damit schwinden direkt wieder die Chancen, weil er hätte ja hier durchaus auch mit einer Faust arbeiten können. Die Ritterkreuzträger können sowas. Ah, schade, schade. Zu offensiv im Endeffekt. Ja, und jetzt ist die Mitte doch in amerikanischer Hand, auch wenn da kaum noch amerikanische Einheiten unterwegs sind. Aber man sieht sehr, sehr wenige Einheiten hier. Nur, es sind halt die richtigen. Und da WK-Mutas mit seinem Panther jetzt wieder eine wichtige Einheit verloren hat. Vielleicht hätte das ruhiger machen sollen. Ich meine, das ist schwer. Wenn ihr jetzt schaut, das Spiel geht über eine Stunde auf einem einigermaßen hohen Niveau. Eine Stunde lang spielen, das kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen,
Und das kennt ihr vielleicht auch selbst. Das ist einfach mal anstrengend und man fängt irgendwann mehr oder weniger zwangsläufig an, Fehler zu machen. Man wird einfach müde. Das ist weit mehr, als der Mensch einfach normalerweise in der Lage ist, konzentriert zu arbeiten und zu agieren. Insofern gesehen ist das nachvollziehbar, dass hier Fehler passieren. Aber was ich sagen wollte, jetzt könnte er einen zweiten Panda bauen. Und es wäre eine Möglichkeit gewesen zu sagen, wir bleiben erstmal defensiv, diesen letzten Push in die Mitte herein, den nicht machen, vorher den Weg in die Mitte rein, dass er da den Panther, auch wenn er ziemlich kaputt war, nochmal vorgezogen hat, das kann ich verstehen. Das finde ich auch gut, dass er das gemacht hat. Aber ich denke, er hätte diesen Angriff hier über den Zugang in die Mitte hinein, in die Mitte tatsächlich zur Siegesmarke, den hätte er nicht machen sollen. Das wäre die richtige Entscheidung gewesen, den Panther am Leben erhalten, dafür sorgen, dass hier einfach noch ein zweiter Panther beikommt und dann wäre das komplette amerikanische T4 nutzlos gewesen. Dazu den Nibbelwerfer noch wieder besetzen. Bin mir fast sicher, dass ihm das gar nicht bewusst ist, dass der da liegt. Und dann wäre hier so viel mehr möglich. Er spielt jetzt hier natürlich auf Siegesmarken. Klar. Das kann er auch machen. Finde ich auch sehr, sehr gut. Viele Spieler machen das nicht. Aber er ist da zum Glück ein bisschen schlauer. Aber auch hier jetzt schönes Spiel, Long Range bleiben, nicht auf den Nahkampfdistanz rangehen hier gegen die Ritterkreuzträger. Halte ich für eine sehr, sehr gute Entscheidung. Allerdings die Siegesmarke, die wird jetzt natürlich den Besitzer wechseln, daran ist nicht zu rütteln. Ja, und jetzt kommt ein neuer Panther, aber naja, es ist halt wieder in Anführungszeichen nur ein Einzelner. Wow, komm, zieh doch bitte einfach zurück. BK-Mod, bitte, der stirbt gleich, der ist jeden Moment tot. Er ist halt dann wieder greedy. Ich zieh mich nicht zurück. Habe ich nicht nötig. So, und da ist der Panther. Ja, dann macht der MC natürlich dann erstmal wenig. Auch hier wieder kein Retreat. Cappen unter Feuer. Kardinalfehler. Tu das nicht. Ich meine, selbst das Kommentieren ist schon anstrengend nach der ganzen Zeit. Aber das Spielen, naja, das ist nochmal ein anderes Niveau. So, ja, und da wird der MC jetzt rausgehen. Der Panther macht seinen Job, macht ihn zuverlässig. Und das ist halt wieder so eine Sache, diese Ausgeglichenheit. Man weiß einfach, was passiert, wenn Einheit X gegen Einheit Y antritt. Dann kann man sagen, in 90% der Fälle passiert dies und das und jenes und das. Ist auch wieder was, was ich in CO2 einfach vermisse. Weil es nicht so vorhersehbar ist. Man kann das einfach nicht sagen. Es gibt Unbekannten, es weiß ich nicht. Es ist einfach nicht wirklich vorhersehbar, was passieren würde. Und das ist hier anders. Und wahrscheinlich ist BK-Mod-Tester, oder was heißt wahrscheinlich? Sicherlich ist BK-Mod-Tester einfach jemand, der sogar noch deutlich besser als ich vorhersagen kann, was passiert, wie diese Kämpfe ausgehen. Und demzufolge kann er dann seine Einheiten auch wirklich ausspielen. Einfach deshalb, weil es vorhersagbar ist, weil man mit genug Erfahrung weiß, was passieren wird. Und das ist ganz entscheidend. Und darauf fußt dann letztlich auch eine ganze Menge. Nämlich ein wirklich schönes Spiel, ein schöner Spielaufbau. Es wird einfach planbar, berechenbar. So, jetzt hat bei Kramortest auch ein kleines Popcap-Problem. Ja, sowas gibt es in COH1, liebe COH2-Only-Freunde. Man verliert Popcap, wenn man die Territorien nicht hält. Ziemlich coole Sache eigentlich. Die zwingt einen dazu, ein bisschen zu überlegen, was man eigentlich tut. Man kann sich nicht einfach die ganze Zeit lang in die Basis stellen und dann irgendwann mit einer riesigen Panzermarder das Spiel dann doch noch rumreißen. Nope, das funktioniert dann definitiv nicht. Ah, sieht ganz lustig aus, was der Panther hier macht. Und ich glaube, der fährt hier direkt vor die Panzerabwehrkanone. Ja, das ist natürlich nicht so extrem glücklich. Das ist halt ganz cool, dass BK-Mod sich jetzt ja einfach mal für einen Seitenwechsel entscheidet, weil er merkt, okay, in der Mitte, da habe ich eh keine Schnitte. Ja, da kriegen die Ritterkreuzträger schon wieder. Wenn die Mitte weiter fröhlich bombardiert wird. Versuche jetzt wieder hier zu pushen. Müsste der Panther wieder vor. Das Blöde ist halt, das kann er nicht.
weil da eben eine Panzerabwehrkanone ist. Ja, Propaganda. Ja, scheiße. Wieder eine Einheit weniger. Aber er hält die Siegesmarken. Es sind nur noch 20. 20 gottverdammte Siegesmarken, die er irgendwie wegbekommen muss. Hier auf der rechten Seite steht er relativ sicher. Er sollte einfach auch die linke halten. Vielleicht kann er die Panzerabwehrkanone noch abdrängen. Und diese paar Tickets, das ist alles, was noch fehlt. Haben auch sehr viel Munition hier übrigens bei unserem Ami. Propaganda ist wieder einsatzbereit in 16 Sekunden. Eigentlich müsste Bekammer das jetzt gewinnen. Ich glaube nicht, dass er es schafft, noch zu cappen. Rechts auf keinen Fall. Er hat keine Einheit, die nah genug dran ist. Wenn dann hier. Und da kann BK-Mod. Was ist gerade mit seiner ganzen Munition passiert? Hat er nicht eben noch 100 Munition gehabt? BK? Habe ich mich da verguckt? Oh nein. Jetzt kriegt er hier den Full-Unit-Kill. Panther ist raus. Ich habe ehrlich gesagt. Was ist. Er hatte doch 100 Munition noch, oder? Oder bin ich blöd? Habe ich mich da verguckt? Habe ich mich da verguckt? Das möchte mir mal jemand schreiben in die Beschreibung. Hatte er noch Munition oder hat er keine? Weil wenn er jetzt, wenn ich mich nicht verguckt habe, wenn er tatsächlich noch, ich muss mich wohl verguckt haben. Muss ich einfach. Weil dann hätte er jetzt einfach auf den Knopf drücken können und dann wäre es halt vorbei gewesen. Ja! Es ist jetzt auch so vorbei, es hat lange gedauert, es war ein langes Spiel, es war ein interessantes Spiel, ein sehr ungewöhnliches Spiel, gerade vom von Martin, ja, während Martin relativ, sagen wir mal, traditionell gespielt hat. Es war schön anzusauen. Ja, saumäßig waren vielleicht die Scharfschützen wieder. Aber was heißt saumäßig? Es ist halt so, man braucht die dann, aber, ja, ich weiß nicht. Es ist halt nicht so ganz schön, sagen wir es mal so. Ist nicht so ganz schön dagegen zu spielen. Ja. Aber insgesamt, schönes Spiel, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und damit verabschiede ich mich auch schon und sage ciao, ciao.